Das hat sichtlich auch die Vertreter der Stadt Orléans, welchen wir unsere Einladung verdanken, beeindruckt. Bürgermeister Serge Coir übergibt an Kapitän Chériot ein Geschenk der Stadt Orléans als Erinnerung an unseren Aufenthalt an den Ufern der Loire. Die Stadt Wien möchte Ihnen ein kleines Geschenk. Wir freuen uns. Vor allem möchten wir bedanken, dass Sie uns das ermöglichen, um einmal hier zu sein zu dürfen. Merci beaucoup, Frau Wach. Im Gegenzug übt sich unser Kapitän in französischer Aussprache und übergibt als Gastgeschenk eine Tortenspezialität aus Wien, aus der Backstube der für seine exquisiten Kreationen bekannten Kuchenliterei Oberland. Bürgermeister Coir hingegen stellt seine soziale Gesinnung unter Beweis und stellt die schöne Torte dem Buffet für die geladenen Gäste zur Verfügung. Sozialer als Bürgermeister Coir zeigt sich seine Protokollchefin Madame Dominique Vossion-Gonny. Sie zaubert aus der eigentlich für 14 Stücke konzipierten Torte durch gekonnten Schnitt gleich 120 Stücke. Die Gäste freuen sich, alle greifen zu. Auch der Kapitän vergreift sich an seinem eigenen Gastgeschenk. Eher aus dem vergangenen Jahrhundert stammen dürften. Allerdings hat Jacques auch hochinteressante Dinge in seinem Fundus, wie zum Beispiel diese Hightech-Vorrichtung zum Polieren von Kapitänsuniformknöpfen oder die spezielle Kombination zum Raffen von Damenröcken, auch recht nützlich. Und schließlich, auch nicht unwichtig, die Apparatur zum Ausschenken von Absinthe, der grünen Fee, die reihenweise französische Künstler Liotard oder Bourgoin in den Wahnsinn trieb. Lange war der Absinthe daher in Frankreich verboten. Erst seit einigen Jahren darf er nach gründlicher Entfernung diverser halluzinogener Essenzen wieder ausgeschenkt werden. Wie der Uso? Nein, das ist ja speziell. Ja, aber das schmeckt auch was da alles. Schon alles ist dabei, aber es ist nur ein Teil davon. Schauen Sie, was da alles drinnen ist für Pflanzen. Darum war er beleidigt, wie man gesagt hat, das hat nicht geholfen. Denn Monsieur Jacques trägt samt seinem Absinth die Anna davon, zu den nächsten Opfern. Vielleicht zu den Ulmer Bootsbauern mit ihren prächtigen Ulmer Schachteln, die ursprünglich dazu dienten, Lasten aus dem deutschen Ulm in die Kaiserstadt Wien zu transportieren, um dort unbarmherzig ihrem Schicksal ausgeliefert zu werden, nämlich als Brennholz in den Öfen des Wiener Hofadels zu enden. La bière et le whisky, la bière et la compagnie, les pains en chocolat vert, à filade en bourre, au tas de Singapour, au macaron, au macarel, au déchat de Tokyo.
océan éclairé et va transpercer les nuages. À fleur, y a des marins dans un pays lointain qui tirent une bordée à l'escale. La bière et le whisky leur tiennent compagnie et ils prennent en choquant leur rêve. À Frida de Hambourg, aux Indes, Singapour, Sonntag, 23.09., der letzte Tag des Festivals. Gegen Abend lichten sich die Reihen der Seeleute ebenso wie die der Besucher und das Festival de Loire 2007 geht seinem Ende zu. Nachdem die Anna noch einmal den ganzen Sonntag über Festivalbesucher über die Loire transportiert hat, treten wir zu unserer letzten Fahrt in der Dämmerung an. Kapitän Scheriau besteht darauf, dass wir, die wir noch keine fertigen Anna-Kapitäne sind, eine Nachtfahrt auf der Loire absolvieren. Das tun wir gerne. Und damit verabschieden wir uns aber auch schon von den Ufern der Loire in Orléans. So wie diesmal werden wir die Loire wohl nie mehr erleben. Noch viele Flüsse Europas warten darauf, so wie diesmal die Donau und die Anna als Vertreter Wiens, Gast am Festival de Loire zu sein. Halt, 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 noch nicht ganz zu Ende. Zu guter Letzt bekommt der hundemüde Kapitän noch Gelegenheit für seinen Auftritt im französischen Fernsehen. Nachdem der folgende Beitrag am Abend des 21.09.2007 zur besten Hauptabendzeit im französischen Sender France 3 gezeigt wurde, wissen jetzt rund 60 Millionen Franzosen, dass die ehrwürdige MS Anna unser kleinstes Campingboot ist und außerdem frank und frei samt der Struden und der Muckendorf zu Bateau Allemand, deutschen Booten, erklärt wurden. Naja, war wahrscheinlich eine Fangfrage der gewieften Reporterin. Das ist unser kleinstes Boot, das ist unser Campingboot. Leur bateau va y sert à les transporter, à habiter, à faire comme du camping. Quand
quand on conduit un bateau, il faut. C'est pas comme dans un bateau avec sa barre. Il faut aller toujours dans le même sens où on veut aller avec la. Guidon, dès que le bateau il commence à tourner un peu et qu'on tourne dans l'autre sens, dès que c'est bien mis au bon endroit, il faut tout de suite retourner dans l'autre sens pour que ça soit de nouveau bien droit et que ça ne continue pas à tourner. Das finde ich auch so lustig, diese Idee mit den Fischen. Et aussi les poissons volants, ich trouve ça magnifique. Da ist viel Boot, Deutsch. Ja, ja. Il y a beaucoup de bateaux allemands ici. Alors ils sont tous dans un seul coin. Verabschieden wir uns aber endgültig. Au revoir et à bientôt.